So, willkommen zurück zur weiteren. Ja, was denn überhaupt? Zur weiteren Ausgabe, zur weiteren Aufnahme hier von Ark Survival Ascended. Ich bin. Ah, gut, da ist der Tiere. Ich muss mal kurz ein, zwei Sachen einstellen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich vom Petri unterfalle. Da habe ich mir jetzt mal ausgeloggt. So, natürlich will ich die FPS sehen. Alles andere geht hier nämlich morgen gar nicht. Muss ja wissen, was hier passiert im Spiel, um mich dann da später darüber zu ärgern. Dann machen wir die Clouds einmal weg und wir machen den Fog einmal weg und dann haben wir auch schon ein paar mehr Frames hier in der Sekunde. Sehr gut. Monsieur, bitte kommen Sie, folgen Sie mir. Danke, danke, danke. Sehr gut. Einmal stoppen und einmal hier rein. Oh, ich gehe nochmal kurz weg. Ich habe nämlich zu viel Gewicht. Ich habe ein. Ne, kommt mir gefährlich nah. Also ich habe nicht zu viel Gewicht, sondern der. Doch, ich habe zu viel Gewicht. Und der Petri kann es nicht tragen. Alpha-Kano, ne? Schwierige Geschichte jetzt. Warum habe ich denn zu viel Gewicht hier drauf? Das ist der Petri, ne? Reichen schon. Ach ja, ich habe auch die ganzen Sättel dabei. Warte mal, da kann ich ja mal eben hier eine Kiste schmeißen. Wo ist der Theorie? Da hinten. Er hat sich getarnt. So, guck mal, das einmal hier rein. Du die Blaupause, ne? Ja. Rein, rein, rein. Dann müssten wir good to go sein. Sehr schön. Und dann einmal ins Inventar. Einmal auf Herstellung. Argentavis. Den wollen wir natürlich tracken. Wie heißt denn der hier? Okay, hier ist der Argentavis-Sattel. Das ergibt also auch keinen Sinn. Was hier so passiert. Wir brauchen Leder und wir brauchen Chitin. Und da tun wir uns jetzt mal. Leder kriegen wir easy. Chitin muss ich ein bisschen auf die kleinen Viecher achten zwischendurch. Bam, und Schadenzahlen habe ich angemacht, ne? Warte mal. Warte mal, der ist hier gerade umgefallen. Ich pick den sofort auf. Ich hab da doch gerade jetzt. Digga. Der heißt einfach Raubvogel. Dieser Raptor ist ein Raubvogel. Was sagt man dazu? Ich frage mich, also bei euch finde ich immer, sieht das Bild fabelhaft aus und bei mir hier irgendwie ist so ein bisschen grisselig teilweise. Oh, ein Babypara. Das ist doch das, was ich meine. Freunde, danke, dass ihr dabei seid. Hat er den aufgepickt? Ja, ne? Instant. Oh Mann. Die. Ah, noch mehr. Danke. Ich habe, also meine Frage war gerade, was macht der Raptor, der kleine, wenn ich jetzt hier in der Nähe bin, das ist ja eigentlich Tag. So, damit müsste ich jetzt hier Magitin rauskriegen, ne? Das ist absolut korrekt. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oder auch doch. Und dann habe ich noch irgendwo eine eben hier gerade platt gemacht. Ja, leider brauchen wir die auch. Oh, wieder ein Tier. Wieder ein Tier. Egal, wir werden hier noch mehr finden. Der Plan ist auf jeden Fall. Wir brauchen den Argentavis-Sattel, damit wir den fliegen können. Dann brauchen wir den Anki, wir brauchen Döli. Wir brauchen eigentlich theoretisch auch einen Mammut. Und ich kann auch gleich mal den Base-Spot zeigen. Da habe ich mir nämlich auch was überlegt, wo wir jetzt unsere Base aufbauen werden. So, kommen wir natzen dann mal so ein paar Raptoren auseinander gerade mal. Ah, hier, ne? Habe ich noch gerettet. Ich dachte nämlich, ich treffe nicht. Ist so geil, ne? Jetzt liegen die da alle im hohen Gras. Und ich kann genau gar nichts machen, weil ich die nicht wiederfinden werde, diese kleinen Mistdinger. Muss ich gleich mal gucken. Ich habe eben auf jeden Fall wieder so ein Fliegevieh platt gemacht. Was ist denn das für ein Sound? Okay, jetzt kommen beide auf mich. Die machen wir mal für Leder platt. Weil das jetzt nicht die ergiebigsten Tiere sind. Guck mal, der vordere, also der hier, müsste da auch schon ein bisschen was eingesteckt haben. Sehr gut. Dann einmal zwischenlanden. Richtig schlau, das jetzt zu machen, wenn die. Ja, doch, der zieht, der zieht, der zieht. KI ist wirklich besser geworden, muss man sagen.
Haben sie gerade schlau gemacht, wie sie mich da am Stein eingekesselt haben, quasi. Ja, das ist also gut. Jetzt mache ich hier über die KI lustig und ziehe die Rolle einfach mal weg. Hat er den jetzt aufgefressen? Etwa? Ich glaube ja, ne? Der hat doch gerade irgendwas gefressen. Oh, ist das nervig, ey. Fängt ja schon gut an. Na, ich sag mal so, wenn wir einen Rex umgelegt haben, dann kriegen wir jetzt hier auch so einen blöden Raptor hin. Was sagt denn die Ausdauer? Ausdauer geht noch. Dann ziehen wir einmal weg. Und jetzt gehen wir zum Last Hit. Ja, das habe ich nicht gesehen, dass da noch ein zweiter Raptor ist. Auch Ausdauer. Dann einmal hoch. Ich hätte wahrscheinlich einfach mit der Armbrust schießen sollen, ne? Zum Beispiel. Was läuft da unten? Ist das ein Para, der einfach komplett auseinandergenommen worden ist schon? Iguanodon. Okay. Ja, gut, ne? So viel zu, ich hätte doch vielleicht nochmal mit der Dings schießen sollen. Einfach einen Double Killy hingelegt. Ach, da muss ich auch echt aufpassen, ne? Weil ich ja gar keine Leder haben war. Leder kann ich aber trotzdem noch. Ja, gut, machen wir. So, jetzt habe ich hier noch irgendwo diese. Die sehe ich doch nie wieder. Die Ameise, die fliegende. Nie im Leben finde ich die jetzt hier. Zweifel ist stark. Wir laufen mal so ein Stück. Also ich habe die... Ja, genau. So, das Ding ist doch jetzt hier reingefallen irgendwo. Kann ich das aufsammeln? Dass der Busch mal weggeht? Sag mal, die ist doch genau hier gelandet. Da. 9. 27 noch. Ja, dann fliegen wir noch mal ein Stückchen. Ganz entspannt. Und gucken mal, wo wir die nächste finden. Wenn wir denn die nächste finden. Also ich finde es immer noch krass, ne? Also ich spiele wirklich einmal in der Woche dieses Spiel jetzt. Und es ist wirklich heftig, wie anders es irgendwie aussieht, dieser ganze Berg. Da sind schon wieder zwei Raptoren neu gespawnt. Da sind drei Raptoren neu gespawnt. Das ist doch cool. Da freuen wir uns. Und irgendwas war doch hier. Also ich habe doch hier noch eine Note aufgesammelt. Okay. Ich habe doch hier eine Note aufgesammelt. Ah, genau. So, und theoretisch... Da ist noch eine Note. Theoretisch müsste ich hier bauen können, weil ich das aktiviert habe. So, und ich glaube... wir gucken uns das mal schon mal ein Stück an hier. Ja. Weiß ich nicht, ob das so cool wird. Aber hier wäre Platz. Und dann haben wir so ein bisschen hier die Struktur mitgenommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Eigentlich müsste ich es, wie gesagt, aktiviert haben. Ach klar, guck mal, hier ist doch schon irgendwie viel. Klar, müssen wir Fundamente reinzimmern und so, und vielleicht sind wir nach vorne auch schon einigermaßen sicher. Dann muss ich gar nicht so viel Wand da bauen. Der Argentavis, der da jetzt so angefrackt ist, der wird doch jetzt wohl nicht auf meinen Gang sein, oder? Der wird doch wohl hier ruhig meinen. Der ist gar nicht angefrackt, oder? Level haben sie denn? 75. Ne, der sieht auch noch relativ fit aus. Lassen wir den mal machen. Unser Auftrag, ich hab mich schon wieder ablenken lassen. Unser Auftrag ist eh ein anderer. So, da. Sehr schön. Da ist sie. 23, es fehlen noch 4. Da sind doch welche hier. 1. 3. Die jetzt sie wiederfinden, ne? Einfach mal den hier machen kurz.
Irgendwo werde ich hier schon was treffen. Ja, das gibt's doch nicht. Habe ich hier schon welche mit ihm aufgesammelt? So nämlich. Also, das sind nicht die, die er aufgesammelt hat, die wir eben fertig gemacht haben, aber von vorhin noch. Dann einmal ins Menü. Argentavesattel. Let's go. So, damit fängt schon mal die erste Geschichte jetzt hier an. Jetzt können wir einen Anki suchen. Ich würde auch, glaube ich, zuerst auf den Anki gehen. Oh ja, natürlich. So, tschüss, weg. Weg, 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 weg. 464 Damage ist aber insane, oder? Was? Oh, was will er denn jetzt? Das schien aber irgendwie auch ein Crit zu sein, also. Ist das dein Ernst, oder was? 154. Muss mal gucken, es ist natürlich auch Singleplayer mit Singleplayer-Settings und so, ne? Ich werde mich da mal aus der Distanz einmischen, glaube ich. Perfekt. Perfekt. Ah doch, ich habe doch getroffen. Ha. Ja, komm, den nimmt er auseinander. Hoffe ich. Das wäre jetzt wirklich schlecht, wenn nicht. Doch, den macht er jetzt, oder? Komm, weg, 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 weg. Warum treffe ich denn nicht? Das ist ja erbärmlich gerade. So nämlich. Bitte kommen Sie einmal runter. Ja, einmal gerne runter auch. Dann so, komm, ich lass dich schon mal raus. Und dann einmal nicht mehr folgen. Und dann mich einmal das Ding anlegen lassen. So. Und dann darf er den auch einmal aufpicken. Wichtig und richtig. Warum ist denn da so viel drin? Sehr gut. Dann ist der schon mal versorgt mit Nahrung. Dann werde ich, glaube ich... Oh, jetzt ist es eine schwierige Entscheidung. Ich glaube, ich kann alles einfach abbauen. Und ich trage das schon mal zu dieser Base quasi hin. Der Petri folgt uns gleich. Und dann packe ich da erstmal alles zwischen. Wir haben ja ein bisschen Gewicht. Okay, jetzt ist einfach nur Mammut, was da am Fighten ist. Wir gehen natürlich komplett in Gewicht rein. Da brauchen wir ein bisschen was von. Darum geht's jetzt hier. Und Schlafsack kann ich hier lassen. Habe ich hier noch was drin an Essen? Ja, aber nicht fertig. Oh nee, Digga. Das wird doch nichts mit ihm jetzt hier. Nervensäge. Och. Weißt du was? Weißt du was? Level 20. Wir kommen gleich wieder. Oh, ist das langsam. Aber gut, erster Argentavis. Wir nennen ihn auch noch gleich um. Es gab einen Vorschlag, habe ich schon wieder ganz verdrängt hier. Schadenzahlen sind aktiviert. Und ich soll gleich mal gucken, ob ich einen wilden Dino packen kann und der mitkommt. Müsste gehen. Es wurde nämlich in den Kommentaren gesagt, dass es nicht geht in der deutschen Version. Coelacanth nutricia is one of the few creatures on the island with a relative which can be found back home. The coelacanth thrive in the waters around the island, as well as within rivers and lakes. Unlike most coelacanths, coelacanth nutricia meat contains less oil and urea. In fact, it is one of the healthiest sources of meat I've yet found. Most coelacanths are opportunistic feeders that eat anything smaller than itself, likely including baby water snakes, insect and plant life, and perhaps each other. While their limited intelligence makes them unsuitable for taming, coelacanths provide a viable source of meat for coastal or water-dwelling tribes. Many a day has been spent fishing by the water's edge, often with surprising results, as coelacanths often have consumed discarded garbage that is sometimes of great value.
Due to their small size, oh, das. A larger tribe would require a significant number of coelacanths to feed itself. Wäre ja schon fast gut gewesen, wenn er da in der Trap bleibt. Also ich habe mal die Note gerade aufgenommen. Damit wir... Der haut aber auch rein, ne? Jetzt müssen wir vorher reingehen, das kann nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr fliegen. Oder fliegt der gerade? Ich fliege gerade, ne? Ah, ich dachte gerade, ich kann nicht mehr... Das hätten sie irgendwie gemacht, dass das nicht mehr geht. So nämlich. So, ist die Nervensäge nämlich schon mal weg. Jetzt haben wir nämlich ein paar Level für Gewicht. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. So, er müsste sich erstmal hochheilen. Wir können das mal eben ausprobieren mit dem Para. Geht. So, geht auch in der deutschen Version. Dann wird der Unterschied sein, dass das eventuell in der englischen Version direkt eingestellt ist, also ne, angeschaltet ist, dass man wilde Dinos tragen kann. Das ist nämlich eine Einstellung. Die kann man nämlich außen ausschalten. Ein- und ausschalten, Level 100 Megatherium, gar nicht so verkehrt. Und man kann auch einstellen, dass man zum Beispiel im PvE andere Spieler nicht tragen kann und so. Das geht alles, muss man also einstellen. Also, hat wahrscheinlich dann, wenn das Problem behoben hat bei der einen Person, ist das quasi erstmal nur, dass das dann wahrscheinlich in der englischen Version direkt eingestellt ist. Ich guck mal, ob wir das alles mitkriegen. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viel das wiegt, aber. Ja. Ja, das kriegen wir alles mit. So, guck mal. Dann nehmen wir schon mal die Kiste. Die nehmen wir ja mit, ne? Aufheben. Das Lagerfeuer nehmen wir auch mit. Muss ich alles nicht. Nee, aufheben. Muss ich alles nicht craften. Aufheben. Muss ich nicht craften. Ja, wissen wir, dass wir das haben, auf jeden Fall. Ich muss ja kurz gucken, ob ich aufnehme. Das wäre so eine Katastrophe. Und du kommst dann einmal mit. Und dann fliegen wir einmal Richtung Base. Ich glaube, da machen wir das jetzt. Ist der schnell. Ist der schnell. Ich habe auch noch... Habe ich überhaupt noch Betäubungspfeile? Ich verdurre nicht für Hunger. Würde schon sagen. Wir sind auch da. Einmal nicht hingeguckt. Zack, da. Jetzt ist nämlich mal die erste Frage, ob wir hier bauen können. Ey. Oh, was geht da los? Nehmt er doch auseinander, oder was? Ist der, warte. Sehe es nicht. Ja, die Frage ist, ob wir hier bauen sollten, wenn ich jetzt hier Frame Drop schon habe. 145? 145? Okay, das kann dann eng werden, ne? Wenn ich jetzt hier nicht Gas gebe. Oder auch nicht. Das sieht schon ziemlich kaputt aus. Ich spam auch ehrlich gesagt noch. Das hat hier überhaupt nichts mit irgendwas zu tun. Ich sehe halt die... den Zustand des Petris nicht. Boah, ist das stressig hier, ey. Komm. Mach ihn fertig. Jawohl. Maschine. Das wäre auch irgendwie so ein bisschen bitter. So. Haben wir ihn doch. Wie sieht denn das aus bei ihm? Leben war jetzt, glaube ich, noch ganz hoch. Passt also. Ja, wir machen natürlich dann die ganzen Bäume und so hier weg. Das ist ja klar, aber ich habe das Gefühl, wenn er sich mal ein bisschen beruhigt... Also erstmal gucken wir jetzt, ob ich jetzt hier eine Foundation setzen kann. Die habe ich ja aufgehoben gerade, ne? Geht. Hm.
Das Einzige, was mich stört, sind wirklich die Frames, die hier droppen, wenn ich hier bin. Kann ich das bitte wieder einmal nicht haben? Rechte Maustaste. Ich hebe erstmal hier den ganzen Kram auf und guck mal, wie das dann ist. Das wäre halt ultra cool, wenn hier unsere Base wäre irgendwie. Hier haben wir genug Platz. Muss man ein bisschen gucken, wie man das abregeln kann. Das Einzige, was mich wirklich jetzt ein bisschen kürre macht, sind die Frames, die, dass wir auf 30 runtergehen. Also auch teilweise unter 30, ne? Das wäre ein bisschen blöd. So verkehrt. Jetzt haben wir hier 50 auf einmal. Okay, es ist irgendwie. Vielleicht passt es auch, wenn wir ordentlich was wegreißen. Ist ja dann eh die Frage, wie sich das Spiel nochmal verhält, wenn ich ein bisschen was baue. Ich hätte nämlich dann hier vorgehabt. Hier war noch irgendwie ein Büschchen. Okay, scheinbar nicht. Ich hätte vorgehabt, hier nochmal irgendwie eine Wand rumzuziehen und so. Müssen wir mal gucken. Aber wenn wir jetzt hier schon mal so ein bisschen was wegnehmen, dann sieht das schon mal besser aus. Und seht ihr das unten, ne? Dieses Flackern wieder am Bildschirm. Ich weiß nicht, was es ist. Also unten am Rand flackert das so. Habe ich selbst auch in der Aufnahme. Kann ich euch nicht sagen. Hatte ich letztes Mal auch. Das war das, was ich meine, dass das Spiel sich so komisch anfühlt. Und ja, jetzt halt wieder. Und als ich dann letztes Mal nochmal rein bin, um schnell Fotos zu machen für Thumbnails und so, war das alles weg. Na, hier müsste man so ein bisschen offblocken, ne? Also damit hier einfach niemand reinkommt. Aber dann könnten wir hier, glaube ich, schon mal erstmal den stehen lassen. Mal gucken, es wäre eine coole Base-Location. Vielleicht starte ich auch gleich nochmal neu. Ja. Weil mich das gerade stört, dass das da unten flackert. So, dann kann ich doch vom Agi da auch alles reinpacken. Und dann schauen wir mal. Wir müssen ihn auch gleich ein bisschen farmen. Ich bin auch so ein Horst. Gehe ich doch einfach mal näher ran hier, oder was? So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und dann hier direkt rein den Aal. Den Duty Blueprint auch mal da rein. Und dann hast du noch das Ding dabei. Und das setze ich auch mal direkt hier vorne irgendwo hin. Weil das sah nämlich so aus, als würde man da hochkommen. Ist das hier Holz zum Hacken? Nein. Leider nein, leider gar nicht. So. Ich glaube, wenn jetzt hier nicht irgendwie ein... Ja gut, hier kommt man auch rein, aber wenn jetzt hier nicht irgendwie was Wildes kommt, dann passt das schon. Das ist echt schade, dass das hier so ruckelt gerade, ey. Ich bin wohl etwas zu voll beladen für den Petri. Ich habe noch 500 Holz dabei, okay. Ja, es sieht, glaube ich, erstmal ganz gut aus. Sind wir nicht so ganz im Offenen. Ich hatte halt überlegt, dass wir inzwischen, also hier in dieser Richtung ist ja der Vulkan und hier ist ja dieser andere Berg und ich habe überlegt, dass wir dazwischen sind, damit ich immer hin und her fliegen kann und eigentlich nur in die Mitte muss, um da Metall abzuladen. Das ist aber die Frage, wo wir hier bleiben. Ich pack das erstmal hier hin. Ich bin aktuell nicht glücklich damit, dass es halt hier so ruckelig ist. Wäre schon schön, wenn wir irgendwie 40 Frames hätten, wenn wir hier so ein bisschen was machen. Achso, und Hinweis habe ich auch gesehen, ne, mit dem Biberdamm, diesen Unterwasser, habe ich auch gesehen, als ich den Thumbnail aufgenommen habe. Ja, machst du nix, sage ich mal. Habe ich dann natürlich nicht mitgenommen, weil das halt nicht in der Aufnahme gewesen wäre. So, der hat 164, ich habe so viel Fleisch und sowas dabei, ne? Ah, und Stein auch noch. Den droppe ich nicht. Ich mache mal Folgendes. Wir markieren uns mal eben Steinwand. Nee, ich brauche den Steintürrahmen. Stein. Und dann möchte ich gerne den Türrahmen haben. Und dann ist auch die Frage eigentlich. Nicht. Nee, warte. Wo haben wir's? Ich google einfach nicht. Also, ich suche einfach nicht danach.
Ich scroll mal eben so durch. Wer weiß, ob das Ding auch wieder einen anderen Namen hat. Also wir brauchen diesen Steindurchgang mit der Tür, weil dann bauen wir uns gleich ein kleines 10-Gehege. Hier haben wir doch Stein. Und hier haben wir auch die verstärkte Steintür. So. Und dann muss es doch auch. Hier Pelz können wir schon mal alles machen. Weil Pelz müssten wir noch haben auf dem Floß. So, Spitzhacke lernen, Metallaxt lernen. All der Kram, den müssen wir nämlich auch wieder alles. Das müssen wir auch wieder alles holen. Habe ich jetzt besoffen oder was? Es gibt doch eine Steintür. Ach. Man wechselt das, ne? Oder nicht? Steinmauer, Türen und Fensterframe. Und der Jude alte Fensterframe, damit macht man das. Gut. Dann können wir einmal das löschen. Wir gehen einmal hier in die Herstellung. Wir brauchen das Fundament, das wollen wir tracken. Und wir wollen die Wände tracken. Fundamente brauchen wir zwei. Und dann schauen wir mal. Holz haben wir ja schon, ne? Gut. Habe ich das nicht gerade rübergepackt? Nee, das habe ich in den. Gott. Ich werde alt. Ich habe das hier reingepackt in die Kiste. Genau, aber damit haben wir ja dann auch genug Holz eigentlich. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Stein farmen. Und Stroh. Das kriegen wir aber hin. Hoffe ich. Also notfalls, hier haben wir noch ein Level. Ich gehe nochmal auf Gewicht. Ich habe mir jetzt die Steinaxt mitgenommen. Weil wir noch nicht reparieren. Bleibt da, ne? Ja, weil wir noch nicht reparieren können. Und dann gucke ich mal eben, dass wir das hier wegfahren. Wird auch dunkel. Ja, notfalls gehen wir sonst hier oben hin oder so. Das ist hier schon ein ganz anderer Schnack irgendwie. Und da ist sie kaputt. Und dann machen wir das jetzt mit Stein. Das ist zwar ultra krampfig, aber ist das so? Ich check dieses Spiel nicht. Hier 60, auf dem anderen Stein haben wir 30. Mal gucken. So, wir brauchen zwei Fundamente und sechs von den Wänden, ne? Zwei Fundamente sind 160, 100, doch 160 Steine. Und jetzt kommt der Mathe-Profi. 400 Steine brauchen wir, glaube ich, insgesamt. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir fliegen hier mal so ein Stück weg. Ist mir nicht ganz so geheuer, dass da die kleinen Raptoren sind. Wir wollen den Namen noch gleich machen. Vom Agi. Muss ich mal dran denken. Ich glaube 400. Ne, weil 4 mal 6 ist ja 24 und 0 dran sind 240. Und 2 mal 8 ist 16, 0, 160. Das, in meiner Rechnung ergibt das 400. Aber ich bin ja auch bekannt dafür, Baugeist zu machen und dann komplett falsch die Angaben zu machen. Wie viel wir eigentlich brauchen. Wie viel haben wir denn? 252, siehst du. Hier läuft es irgendwie besser, ne? Vielleicht ziehen wir dann doch hier irgendwie in die Mitte. Ich wollte vermeiden, dass wir so eine riesige Base bauen müssen. Was brauche ich dafür, um das zu reparieren? Reparieren? Nee, reparieren ist ein Holz, hä? Ein Holz. Kann ich bitte hier raus? Oh, dass das mit Escape nicht geht, ne? Alle Nase lang Updates für das Game. So. Und dann kannst du aber nicht mit Escape aus dem Menü raustappen. Ist okay. Ich bin ja schon sehr froh, das meine ich auch jetzt richtig, also wirklich ernst. Weil es klingt wieder ironisch, wenn ich das so betone, dass ich es wirklich ernst meine. Aber die Download-Server diesmal, ne? Bei Steam für Ark sind so viel besser. Es dauert halt einfach mal keine 3 Stunden, wenn ich irgendwas updaten muss. Und kann halt direkt die Aufnahmen machen. Ist so viel entspannter. Weil, wie gesagt, ich spiele aktuell Ark einmal die Woche. Und bin vielleicht hier am Gaming-PC zusätzlich noch so zweimal dran oder so, wenn es hochkommt. Dementsprechend sehe ich das halt nicht immer, dass Updates sind. Das sind schon mega gut.
dass es funktioniert. Dass es halt schneller geht und zuverlässiger ist, nicht wie letztes Mal. Das sind 400. Wenn jetzt meine Rechnung aufgeht, dann müsste das reichen. Wenn. Ach, ein Agitarm ist schon toll, weil wir jetzt echt wirklich, wir haben einen guten Flug-Dino, würde ich mal sagen. Mit dem wir uns auch verteidigen können. Ja, also hier ist er ganz krampfig drin. Und wir haben, ich habe noch kein Stroh gesammelt. Und wir haben aber auch was dabei, was ordentlich tragen kann, ne? Und das ist halt richtig, richtig gut. Ist der Nagel dran, dass ich da dran komme? Ja. So, zack, zack, zack. Dann einmal hier. Zack, 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 zack. Herstellung. Ich hätte gerne zwei davon. Zwei. Und dann müssen wir mal gucken, warum. Ich habe mich verrechnet, ne? Oder? Nein, da fehlt aber was. Da fehlt das Stroh. So, das ist das Ding. Ich wollte schon sagen, ich habe mich verrechnet beim Stein. Aber nein, 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 nein. Ich kann nicht raus haben. Da ist noch ein Baum hinten. Den habe ich eben nicht gesehen. Gehe ich mal schnell hin. Ah, der ist aber auch nice platziert hier. Was ist denn das, ey? Hat aber gar nichts gebracht. So, das müsste reichen. Na, richtig lächerlich, ey. Wie so eine Attack starten, dass ich wieder schön Stroh rausziehe, fällt er direkt um nach einmal schlagen. So, zack, zacki, zacki, zack. Dann, 6 Stück möchte ich gerne hiervon haben. Also ich hoffe jetzt einfach, dass es so ist, ne? Dass man die irgendwie wandeln kann. Ich meine da irgendwie sowas. Ah, guck mal, mit R jetzt. Den brauchen wir nämlich. Ja, ist eigentlich ganz chillig, dass es geht. Ist aber trotzdem maximal verwöhnt gewesen, gerade für mich, dass es geht. Fortsetzen bitte. Einmal rechte Maustaste. So, dann. Jetzt ist die Frage. Ich habe 20 Betäubungspfeile. Und wir brauchen Dödi und einen Anki. Das wird, glaube ich, echt schwierig. Ich habe, wie ein Idiot, das Fleisch liegen lassen, ne? Das vergammelte Fleisch. Pass auf, wir stacken, wir teilen das auf. Alles aufteilen. Dann haben wir jetzt gleich in 43 Sekunden ein bisschen... Wir haben auch schon hier 44. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Mörser und Stößel brauchen wir. Mal kurz gucken, wie das Ding hier heißt. Mörser und Stößel, das hat funktioniert. Leder und Stein. Stein haben wir vielleicht noch. Genug. Nein. Aber holen wir uns. Und Leder müssen wir noch haben, ne? Gut. Und dann brauchen wir Narkosebären. Da haben wir auch ein paar von da. Und dann können wir uns noch ein paar mehr Pfeile machen. Das ist nämlich schon mal wichtig. Und wir haben immer noch keinen Pflanzenfresser. Also der Bären farmen kann. Wir brauchen Mages. Mages haben wir aber auch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, da ist ein Theorie. Das finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, dass er da ist. Ich hole mal kurz Stein. Lila Drop wäre auch interessant, weil die sind ja hier echt stark jetzt, ne? Muss man ja schon mal sagen. Also da könnte wieder was drin sein, meine ich, ne? Da könnte ein riesiger Vorteil für uns sein, da mal kurz was rauszuziehen. Na komm, was brauchen wir? Ich glaube 65 oder so. Ich habe jetzt 67, das müsste reichen. Herstellung. Mörser und Stößel, hab ich eben da. Einmal herstellen. Achso, das ist ein Saber. Ich dachte gerade, ein Saber hier, aber Saber ist ja normal, dass er hier ist. Ich guck mal, dass wir da in die Nähe kommen. Und würde, glaube ich, nochmal einen zweiten... Ach, Junge. Einen zweiten Mörser und Stößel vielleicht anfangen. Oh, noch mehr. Da kommt der Drop. Dann kann ich hier in der Nähe eben kurz Stein farmen. Ich hole noch einen zweiten Mörser und Stößel. Dann geht das nämlich alles schon mal ein bisschen schneller von der Hand. Hier ist ja gerade... Was bräuchte uns zum Heilen? Bestimmt wieder Holz, ne?
Bestimmt fehlt mir einfach wieder Holz. Oh, jetzt kommt dieser Schwein an. Ich glaube das nicht. Ja, es wird Zeit für den... Ja. Alter! Wie viel sind das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Raptoren. Ja, also da haben wir verloren. Egal welches Level die haben. Da machen wir ja gar nichts mehr. Dann ist ja wirklich komplett Feierabend. Oh, nee, 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 nee. Oh, kann der bitte herkommen und mich mitnehmen? Danke. Also ich wollte doch eigentlich den Drop haben. Ich habe wieder ein bisschen Shitty mitgenommen. Das ist nämlich die nächste Frage. Wir brauchen einen Dirty-Sattel und... So, wo war denn der denn? Hier in diese Richtung irgendwie, ne? Richtung Schnee auf jeden Fall. Ja, hier bei den 8 Raptoren. Was ein Quatsch. Da ist er. Der ist, nee, ist lila, ne? Jawohl. Ja. Das nehmen wir doch mal so mit. 20 Betäubungspfeile und wir haben hier Blutegelblut. Kann für medizinische Zwecke genutzt werden. Ich weiß zwar nicht wofür, aber können wir machen. Nein, da setze ich mich jetzt nicht rein. Ich mache jetzt folgendes. Ich fliege einmal kurz in unsere Falle rein mit dem Agi und werde einmal das Spiel neu starten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.